Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Genau, heute reagiere ich auf mein allererstes Video hier auf diesem Kanal. Das wurde jetzt so oft gewünscht und ich selber habe auch total Lust darauf, das Video zu drehen und freue mich total, das jetzt mit euch zu teilen. Ich schaue das Ganze hier auf meinem Handy, habe das auch schon vorbereitet auf YouTube und genau, ich würde sagen, wir starten einfach und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Video. Ich würde sagen, los geht's. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt das letzte Video schon gesehen und heute geht es um die Sachen, die ich jetzt schon in der sechsten Schwangerschaftswoche gekauft habe oder mir zu. Können wir einmal bitte über mein Aussehen sprechen? Oh mein Gott, ich sehe so fertig aus, oder? Und ich habe so, ja, so komisch gesprochen durch meine Zahnspange. Ganz komisch. Habe. Heißt nicht, dass ihr es auch kaufen müsst, wenn ihr zum Beispiel in der sechsten Woche seid oder schwanger seid. Übrigens waren wir da bei meiner Schwester. Meine Schwester hat es als erstes erfahren damals und wir waren bei ihr zu Besuch, weil sie war irgendwie unterwegs und wir mussten auf den Hund aufpassen übers Wochenende. Deswegen waren wir bei meiner Schwester. Wir saßen auf dem Balkon und ich will gar nicht wissen, was die Nachbarn gedacht haben. Bescheuert. Aber ich habe mir diese Sachen schon besorgt. Und ich wollte jetzt einfach mal kurz zeigen, was ich mir so gekauft habe, warum ich es mir gekauft habe. Und ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, was mir eventuell noch fehlen könnte. Übrigens hat das Video 135.000 Aufrufe. Krank, oder? Ich meine, also, ich glaube, ich habe nicht an alles gedacht, aber ich habe erstmal so grob gedacht, okay, was könnte man gebrauchen, welche Situation gibt es jetzt und ja, was braucht man einfach jetzt in diesem Moment? Das erste und wichtigste, und das habe ich mir direkt am Wochenende gekauft, habe ich erfahren. Vorab, ihr braucht nichts in diesem Moment. gut, Foliofortis, diese Folsäure, die ich gleich in dem Video zeige, das ist wirklich so ein Produkt, wo ich sage, ja, braucht man, eventuell sogar schon in der Kinderwunschzeit, wenn ihr einen habt. Aber sonst, Leute, wir schauen mal weiter, aber ihr braucht nichts davon. Habe, dass ich schwanger bin, ist Folsäure. Da habe ich mir diese hier gekauft. Die hat mir die Apotheke empfohlen. Das ist die Phase 1 Kinderwunsch und Schwangerschaft. Habe ich direkt an dem Tag genommen, als ich das wusste. Und da gibt es jetzt eben jeden Tag eine Tablette. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was ihr gebrauchen könnt. Folsäure ist einfach sehr, sehr wichtig. Sonst braucht ihr nichts. Glaubt Kostet mir. ungefähr 7 € in der Apotheke und dann werde ich mir auch danach die Phase 2 kaufen ab der 12. Woche. Dann habe ich relativ schnell bestellt die Milestone Cards. Die kennen, glaube ich, richtig, richtig viele, die sich mit dem Thema Baby und Kind und so verfassen. Oder einfach auf Instagram muss man es einfach als Hashtag eingeben, da findet man unglaublich viele Fotos. Genau, die Milestone Cards. Ich habe die jetzt in dem. Super schöne Idee. Ich habe aber, glaube ich, nur drei Karten davon benutzt und damit Fotos gemacht, weil ich finde, diese Milestone-Cards, auch wenn es die Originalen sind, finde ich, sind einfach nicht so optimal gemacht. Also da gibt es sehr, sehr wenig Karten für den Babybauch zum Beispiel und allgemein auch sehr, sehr wenig, was man halt so wirklich benutzen kann, was man halt so im normalen Leben benutzt. Also ich habe sie noch da von damals, aber ich denke, ich würde mir dafür die nächste Schwangerschaft auf jeden Fall andere holen, weil ich finde, sowas ist was ganz Besonderes für die Erinnerung. Aber das braucht man auch nicht in der sechsten Schwangerschaft. Schwangerschaft und Newborn, die ersten paar Tage Nee. mit dem Baby. Aber meistens sind da eben hier die Wochen. Oder was wir schon ausgefüllt haben, ist, wir freuen uns, du bist unterwegs. Da haben wir schon ein Foto gemacht. Das Foto tatsächlich findet ihr sogar auf Instagram. Das war mein erstes Foto, wo ich die Schwangerschaft so richtig verkündet habe. Oder was ich gleich auch noch zeige, wir haben schon ein erstes Outfit gekauft und das natürlich auch. Sein erstes Outfit einfach mit drinne. Leute, ich fasse es nicht, ne? Es kommt mir vor, als wäre das ein komplett anderer Mensch. Das ist krass, oder? Es kommt mir nicht vor, als wäre ich das selber. Es kommt mir einfach vor wie so ein komplett anderer Mensch. Dann fängst du dich ab mit Woche 8, dann kann man es halt an der Babywoche halt noch Fotos machen. Nach der 8. kommt jetzt hier die 12.
Da seht ihr, es sind einfach total große Abstände. Das finde ich einfach total schade. Klar, am Anfang passiert ja noch nicht so viel, aber ja, ich finde den Abstand einfach zu groß bei den Karten. Höheren Zahlen. Also jetzt kommt 20, dann kommt 26 und sowas eben bis eben zur Geburt. Und dann gibt es ja auch so Fotos mit Papa, Fotos mit Mama und Oma und Opa und all sowas. Also so sieht das Ganze aus. Die kommen eben aus. Wir haben da tatsächlich keine mehr von benutzt bis zur, ich glaube, 36. Schwangerschaftswoche. Ich glaube, da habe ich noch ein Bauchfoto mitgemacht, aber sonst haben wir da gar keine mehr von benutzt. Also nicht mit Mama, nicht mit Oma, nicht mit Opa, gar nichts. Amerika, aber die gibt es eben auch in der deutschen Version. Ich habe sie hier in der deutschen Version natürlich und ich freue mich da riesig mit Fotos zu machen. Ich ja, bin schon ganz gespannt, wenn wir in der 8. Woche sind, wie mein Baby auch aussieht. Ich bin eine sehr. Also, ich habe tatsächlich das Foto mit der 8. Woche gemacht und das war einfach bescheuert. Also, ich habe das Foto letztes Mal nochmal angeschaut und dachte wirklich, Maggie, warst du wirklich so bescheuert oder? Aber Schlanke und man sieht jetzt schon etwas. Einbildung ist auch eine Bildung. Es sieht immer so aus, als hätte ich eine volle Blase. Aber ja, ich bin gerade auf Toilette gewesen und mein Bauch ist immer noch so dick. Es ist wirklich korrekt. Dick war da gar nichts. Ich hatte am Anfang so einen kleinen Blähbauch, aber von schwanger war da gar nichts. Das war wirklich alles Einbildung. Das war krass. Aber da merkt man einfach, wie sehr ich mir dieses Kind gewünscht habe, ne? Wie sehr ich da so drin war und wie sehr ich mich einfach darauf gefreut habe, endlich Dass man Mama zu jetzt schon mit der sein. 6. Woche ein bisschen zulegt. Genau, die Milestone-Cards habe ich jetzt gekauft im Internet für 10 € und ich werde mir jetzt auch die nächsten Tage die für, ja, fürs Baby zulegen. Also, wenn das Baby denn da ist, Habe ich nie gekauft. gibt es dann eben noch mein erster Zahn. Ich krabbel das erste Mal, ich lächle das erste Mal, sowas eben. Und das finde ich total cool, wenn die Babys da auf dem Teppich liegen und legst die Karte hin. Oder wenn die groß genug sind, halten sie die Karte schon selber. Total süß und total schöne Erinnerung. Aber total schöne Ideen. Wir haben nämlich andere Milestone-Cards. Und die habe ich tatsächlich auch immer benutzt bei Lia. Jetzt bis zum ersten Geburtstag. Seitdem nicht mehr so häufig. Ja, aber eine sehr schöne Idee und finde ich einfach total schön, die Erinnerung. Ebenso Meilensteine. Ne? Dann habe ich gerade erwähnt, das erste Outfit. Wir waren bei Baby One und haben etwas anderes noch gekauft, was ich euch gleich erzähle. Und Wir haben ein Stillkissen gekauft. Ich glaube, das erwähne ich sogar gar nicht in dem Video. Ja, völlig übertrieben, völlig. Ach, ich fahre das nicht. Wirklich, Leute, es kommt mir vor wie eine komplett fremde Person, die da ist. Und ich könnte einfach selber nur mir immer an den Kopf fassen, ey, wirklich. Und auch dieses erste Outfit, das war einfach nur, weil ich unbedingt was kaufen wollte und habe dann da auch noch so viel Geld dafür hingeblättert. sind wir hier eben an diesem Set vorbeigelaufen. Das ist so eine Welcome-Serie von Babyboom Direkt. Die ist relativ günstig und unterstützt währenddessen noch eine Organisation mit den Einnahmen und das finde ich super. Die Qualität ist. Also das mit der Organisation finde ich super, dass sie das unterstützen. Und das war tatsächlich auch so ein Kaufgrund, weil ich das einfach total toll finde, dass sie da eben was sozusagen von dem Gewinn abgeben. Und die Sachen sind ja auch zuckersüß. Tatsächlich hatte Lia den Strampler einmal an, aber das Jäckchen und den Pullover hatte sie nie an und auch nicht als erstes Outfit oder so. Also ja, leider nicht. Was ist dafür, dass es nur 20 € kostet? Also dieses Set hat 19,99 € gekostet, direkt bei Babyborn. Aber das hat eben einen Strampler, ein schön dickes Wendejäckchen, das kann man umdrehen. Auf der anderen Seite sind eben so kleine Punkte. Und dann haben wir einen Strampler und darunter ist ein Pullover, so ein schöner Langarmpullover. Unser Baby kommt im März und da dachte ich mir, ist das auf jeden Fall perfekt. Es wird nicht das Nachhausegeh-Outfit, das weiß ich schon ganz genau. Aber es wird auf jeden Fall einer der ersten. Wieso macht man sich darüber schon Gedanken? Tatsächlich, das Nachhausekomm-Outfit stand nie. Also ich habe auf Instagram kurz vor der Geburt ein Foto hochgeladen und da habe ich gesagt, dass das das Nachhausekomm-Outfit wird. Das ist es aber nicht geworden, weil die Kleine viel zu klein war für das Outfit und das war auch viel zu umständlich, war ihr das anzuziehen. Also ich habe ihr einfach ein Body angezogen. Sie hatte eine Pumphose an, Mütze. Ihren Overall, weil es einfach total kalt war an dem Tag und gut war. Ich wollte einfach, dass sie es bequem hat, dass sie eingekuschelt ist und dass es schnell geht.
Und ich habe mir so eine ganz besondere Latzhose von Zara ausgesucht mit so Rüschenärmeln und so einen richtig schönen Body und so eine richtig schöne Jacke. Und im Endeffekt hat sie einfach eine Pumphose angekriegt. Vor allem war sie jetzt so mini und ich hatte nur zwei, glaube ich, zwei Bodies und 50 dabei in der Kliniktasche. Auf das Kliniktaschenvideo möchte ich übrigens auch nochmal reagieren. Schreibt mir da gerne in die Kommentare, wenn ihr da Lust zu habt. Und die Bodies waren so schnell vollgekotzt, dass sie sogar am Entlassungstag einen 56er Body anhaben musste und der war viel zu groß. Also macht euch da keinen Stress mit einem Homecoming Outfit. Es gibt wirklich Wichtigeres am Entlassungstag. Outfits, die das Baby tragen wird. Ich finde es total süß, dass man die Jacke so wenden kann. Dann gibt es auch noch eine Mütze zu, es gibt noch Bodies und es gibt halt das Ganze auch nochmal. Es gab tatsächlich da mega viel Auswahl von diesen Sachen. Also alles in verschiedenen Arten. Also mal mit den Punkten, mal mit den Wolken. Das war schon echt total schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte noch mit diesen Punkten und so. Also da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, das lohnt sich. Und ich finde es so süß mit diesem Wölkchen, dass sie das erste Auto, das wir gekauft haben und auch schon mit... Jetzt reicht's aber auch. Wie lange kann man über einen Teil sprechen? Das ist jetzt in 50, 56, wirkt ziemlich groß, aber irgendwann wird das Baby wieder schon reinpassen. Dann habe ich gerade schon erwähnt, dass ich noch... Wie gesagt, Lia hatte den Strampler einmal an und ich glaube, da war sie 3 Monate alt, weil der wirklich riesig war. Wir sind extra zu Babyborn gefahren für ein Teil fürs Auto und zwar ein Jetzt kommt's, Leute. Ich weiß nicht, ob man das so früh schon braucht, aber mir ist es direkt ins Auge gefallen und vor allem seht ihr meine Schwester da im Hintergrund am Handy spielen. In der Scheibe spiegelt sich das so ein bisschen verrückt. Ja, das Teil fürs Auto. Mega Reinfall. Also ich habe es vielleicht 3-4 Mal benutzt und es hat einfach 40 Euro gekostet. 40 Euro. Hammer. Als ich wusste, dass ich schwanger bin und dann ans Autofahren gedacht habe, fiel mir das sofort ein und mir war das sehr wichtig und deswegen haben wir uns den von BeSafe gekauft. Das ist die bekannteste Marke und BeSafe hat auch den Schwangerschaftsgurt ins Leben gerufen sozusagen. Der kostet jetzt 40 Euro bei Babyborn. Finde ich aber auch in Ordnung. Wir haben den derzeit im Auto. Absolut nicht in Ordnung. 40 Euro, das ist mega viel Geld. Ja, würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal holen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den auch schon verkauft damals direkt. Also nach der Schwangerschaft habe ich den verkauft. Aber absoluter Schwachsinn, echt. Deswegen kann ich euch den leider nicht zeigen. Aber ihr werdet es bestimmt auch selber wissen, selber zu Hause haben oder vor der Entscheidung stehen. Ich würde mir auf jeden Fall den BeSafe immer wieder neu kaufen, weil... Der ist einfach super verarbeitet. Der sitzt super gut und es drückt nichts. Der saß bei mir richtig scheiße. Also, weil ich einfach noch richtig klein war, war dieser Gurt, der so in Schritt kommt, einfach schon über meinen Bauchnabel. Das heißt, es hat einfach gar nichts gebracht. Also irgendwie, wenn wir so einen Unfall gehabt hätten, es hätte einfach nichts gebracht. Leute, das saß so kacke. Der ist wirklich nur was für große... Mächtige, sag ich mal. Nix und ich finde den einfach sehr angenehm. Der ist super leicht einzubauen. Kann man einfach mit einer... Das stimmt. Super leicht einzubauen war er auf jeden Fall. Aber mehr auch nicht. Und dann direkt wieder aus dem Auto raus in ein anderes Auto. Man kann ihn als Fahrer benutzen. Das ist absolut kein Problem. Und deswegen Übrigens, da muss ich immer dran denken, wenn ich daran denke. Wir hatten den bei Felix im Auto immer drin. Und Felix' Eltern haben das relativ spät erst erfahren, also nach diesem Video erst. Und wir hatten den halt immer schon bei Felix im Auto drin und immer wenn wir bei Felix' Eltern waren, haben wir den irgendwie so versucht zu verstecken, damit die das nicht sehen, wenn wir irgendwie aus dem Auto aussteigen. Dann habe ich immer ganz schnell irgendwelche Jacken raufgeschmissen, ja, weil wir das noch nicht erzählt haben und nicht, dass die dann fragen, ja, was ist das denn? Ja, muss ich mal dran denken irgendwie. Variante, aber die hat uns die Verkäuferin einfach nicht empfohlen. Sie hat gesagt, der andere ist auf jeden Fall viel, viel besser und ja, der andere hätte 20 Euro gekostet und hat gesagt, okay, gebe ich auf jeden Fall das Geld dafür aus. Dann hat meine Schwester mir das erste kleine Kuscheltier für das Baby geschenkt. Das ist so ein kleiner Fuchs und seitdem sie uns den geschenkt hat, ist er fast
Der ist echt total süß und den haben wir auch immer noch. Ein Foto drauf, also auf allen Schwangerschaftsbildern und so ist der. Aber wenn ihr ein Geburtsgeschenk oder Taufgeschenk oder so sucht, keine Schmusetücher. Keine Schmusetücher oder Tierchen. Man wird so überhäuft mit diesen Teilen. Ich habe so viele original verpackt, weil man einfach von jeder Seite welche bekommt. Es ist einfach krass. Drauf und jetzt so eine richtig coole Krawatte. Und der liegt jetzt auch immer in unserer Babybox und da werden auf jeden Fall die ersten Babyfotos mit folgen und der wird auch mit in die Kliniktasche kommen, wenn es dann soweit ist in 9 Monaten. Das war tatsächlich gar nicht, der Und Kindtisch dann war gar nicht fällt mir dabei. natürlich auch ein, wenn man bei Rossmann durchstöbert, Babybauch. Ja, wir haben uns die komplette Serie von Belly Button gekauft, nämlich Super, also diese Kollektion Streifenlos von Belly Button, mega coole Produkte, habe ich auch immer noch da und werde ich auf jeden Fall für die zweite Schwangerschaft auch benutzen, aber nicht in der sechsten Schwangerschaftswoche. Auf jeden Streifenlos. Fall nicht. Ich habe mir erstens hier die Belly Button Creme gekauft. Die Streifenlos ja, Body Balsam. Und Das war echt mein Favorit. Also diese Creme haben wir fast täglich nachher am Ende der Schwangerschaft auf den Bauch gemacht. Und die war wirklich echt angenehm. Die hat super, super eingezogen, hat super gut gerochen und sich sehr gut verteilen lassen. Echt total schön. die ist eben zum Einmassieren für Bauch, Hüfte und Oberschenkel, damit es eben keine Dehnungsstreifen gibt. Bei mir, glaube ich, ist es. Das ist irgendwie wie so ein Werbevideo, oder? Als würde ich da irgendwie Geld für kriegen. Das kann, dass ich da welche bekomme und deswegen habe ich die von Anfang an direkt gekauft. Tatsächlich habe ich keinen Dehnungsstreifen bekommen, außer einen ganz kleinen am Bauchnabel. Den sieht man aber nur, wenn man es weiß. Ja, liegt einfach an den Gel. Ich denke nicht, dass es jetzt an der Creme gelegen hat. Und wir machen das auch schon, weil ich, wie gesagt, schon ein kleines Bäuchlein bekomme. Absoluter Schwachsinn, Leute. Ich weiß nicht, was mich geritten hat dazu, ja, aber. Creme sieht so aus, das ist eine ganz normale Creme, die riecht super gut. Und ich glaube, in der Verarbeitung ist sie auch ganz gut. Sie wird Ich schon markiert. glaube. Genau, das ist so ein kleines Döschen, kostet 6 Euro. Vegan ist sie auf jeden Fall. Die Dose tatsächlich habe ich immer noch, wie gesagt, und die ist immer noch voll. Also, man braucht da so wenig. Also, die reicht auf jeden Fall für etliche Schwangerschaften. Finde ich in Ordnung, kann man auf jeden Fall für mehrere Schwangerschaften benutzen, haben wir gemerkt. Weil wir haben gleichzeitig noch das Öl gekauft. Wir standen da vorm Regal und wussten nicht so recht, okay, was sollen wir jetzt nehmen und ja, wollen wir jetzt das Öl oder nur die Creme? Da haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, wir nehmen das einfach beides mit. Das Öl tatsächlich ist auch sehr schön, riecht ein bisschen eigenartig. Also haben wir tatsächlich nicht so gerne benutzt wie jetzt zum Beispiel die Creme. Und was mir jetzt aufgefallen ist, also ich habe das Öl auch noch und die Dose ist jetzt ausgelaufen und alles ist einfach komplett voll mit Öl. Das kriegt man auch nicht mehr sauber. Ich habe die schon unter Wasserhahn geschrubbt, aber die Dose ist einfach komplett voll mit Öl und richtig klebrig und so. Das hier Nicht so kostet auch schön. 6 Euro aufgerundet und ja, ist einfach so also ein Öl zu einem Tropfelding und Tröpfelding. ist auch von der Mama Streifenlos-Reihe sozusagen. Das ist einfach das Körperöl, riecht super gut. Es besteht, Hallo. Hauptteil besteht aus Mandel- und Traubenkernöl und riecht sehr gut, fühlt sich angenehm auf der Haut an, fettet nicht, also. Tatsächlich, es hat nicht gefettet, es ist sehr schnell eingezogen, aber es riecht absolut komisch. Also es riecht auch nicht so schlimm, aber es riecht irgendwie, es ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht meins. Ja, Wenn und du wie sie mal gesagt. anziehen möchtest, ist absolut kein Problem. Wir machen das immer abends und die Creme immer morgens. Und dann wird schön massiert, schön mit Zupfbewegung, damit da wirklich keine Super, Zupfbewegung und so, aber nicht in der sechsten Schwangerschaftswoche. Streifen entstehen, weil ich mag sowas echt überhaupt nicht. Ich habe meinen Körper total gerne und Bikini-Figur ist für mich auch sehr, sehr wichtig. und jetzt nach der Schwangerschaft denke ich mir, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Wir haben ein Kind zur Welt gebracht, so ein Wunder vollbracht, und dann ist es scheißegal, wie der Körper dann aussieht. Also ganz ehrlich. Und deswegen haben wir Ich das war direkt sehr auch naiv gekauft. Ich damals. weiß nicht, ich könnte mir da auch mal was empfehlen. Die meisten Leute machen Öl selber oder ja,
kaufen was ganz anderes. Ich habe jetzt. Also ich habe tatsächlich am Ende noch das Öl von Weleda benutzt. Das fand ich auch sehr schön. Das habe ich auch noch da, weil man da echt so wenig von braucht. Genau, das kann ich echt empfehlen. Also das war wirklich ein schönes Öl. Nicht so viel erfahren. Aber am meisten lege ich wirklich auf diese Creme. Die hat mir einfach so gut Und gefallen. habe auch nicht so viel gefunden bei Rossmann, außer die Eigenmarke von Rossmann. Die hatten auch noch ein Öl, aber ich war einfach von diesen Belly Buttons, habe ich schon überall gesehen in so vielen YouTube-Videos, dass ich mir das auf jeden Fall mitgenommen habe. Und das war's dann auch. Das haben wir bis jetzt alles gekauft. Ja, das war's dann auch. Endlich. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Ich bin ein bisschen erschrocken von mir selber. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist wie so ein anderer Mensch irgendwie. Also ich habe mich einfach so entwickelt in dieser Zeit, erst recht in der Schwangerschaft. Und aber ich muss mich natürlich auch so ein bisschen rechtfertigen. Es war einfach dieser krasse Wunsch nach einem Baby und ich habe mich einfach so gefreut, als ich schwanger war. Und ja. Aber jetzt würde ich alles anders machen in der zweiten Schwangerschaft. Ja, krass. Krass, krass. Sechste Schwangerschaftswoche. Heftig, dass man dann schon so durchdreht. Aber gut, jetzt habt ihr meine Reaktion gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Lust auf eine weitere Reaktion habt oder wir schauen uns einfach gemeinsam die alten Videos an, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!